Hallo liebe Videothek Bellissimo Fans und herzlich willkommen alle Filmfans, die sich für das Filmthema interessieren. In der heutigen Filmkritik geht es um einen Film, der mich Jahrzehnte schon fast, könnte man sagen, immer wieder verfolgt, weil ich ihn immer und immer wieder anschauen kann. Es geht um Das perfekte Verbrechen. Oscar-Preisträger Anthony Hopkins und Ryan Gosling sind mit von der Partie. Um was geht es in dem Film? Ted Crawford, gespielt von Anthony Hopkins, erschießt auf brutalste Art und Weise seine Ehefrau. Keine Angst, das ist kein Spoiler-Alarm oder irgendetwas, das passiert am Anfang des Filmes. Deswegen traue ich mich das auch so zu sagen. Und der ermittelnde Beamte glaubt, dass der Fall ganz einfach zum Lösen ist, denn es gibt ein unterschriebenes Geständnis und man hat auch sofort dort beim Verbrechen die Tatwaffe gefunden. Das Ganze entwickelt sich aber dann ganz anders, als man erwartet. Was erwartet euch bei diesem genialen Film? Es ist ein spannend geladener Film, der mal abgesehen von einer perfekten Umsetzung des Regisseurs lebt. Natürlich lebt der Film auch von seinen Hauptdarstellern und wie gesagt, es gibt, glaube ich, in der Karriere des Anthony Hopkins nicht sehr viele Filme, die man jetzt als schlecht bezeichnen kann. Und es beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Staatsanwalt und eben Anthony Hopkins. Und plötzlich steht der ganze Fall auf der Kippe, der ganze Fall scheint überhaupt nicht mehr logisch zu sein und so entwickelt sich diese ganze Idee. Was mich dabei immer wieder überrascht, jedes Mal, wenn ich ihn mir wieder ansehe, obwohl man eigentlich weiß, in was für Richtung es geht, egal ob das jetzt der Twist ist oder die Spüldramatik zwischen den zwei Hauptcharakteren, trotzdem ist es immer wieder ein neuer Aha-Effekt und man ist plötzlich total positiv überrascht, wie sich der Film entwickelt. Das Ganze ist von Warner Brothers produziert worden, dauert 109 Minuten und ist freigegeben ab 12 Jahren. Der Film ist mittlerweile auf DVD und auf Blu-ray erschienen. Auf 4K gibt es leider noch keine Veröffentlichung, also auch für die ganzen Sammler, die das vielleicht wirklich zu Hause haben möchten, sage ich euch wirklich, das ist auf jeden Fall, egal ob das jetzt ein Weihnachtsgeschenk für jemanden ist oder ihr wollt ihn einfach selber immer wieder zu Hause schauen, also das ist einer so meiner Top 3 Filme, die man immer und immer wieder anschauen kann. Deswegen diesmal einmal eine Empfehlung aus dem Jahr 2005, so alt ist der Film schon, aber wirklich, es ist so ein typisch mittlerweile Klassiker, den man sich immer wieder anschauen kann. Wer Anthony Hopkins Fan ist oder Ryan Gosling Fan, der ja eigentlich bei dem Film gar nicht noch so bekannt und berühmt war, ist, wird ihn spätestens bei diesem Film dann lieben lernen. Er ist wirklich ein guter Schauspieler und hat das ja auch bewiesen jetzt in letzter Zeit, wie zum Beispiel bei La La Land. Also in diesem Sinne, den Film weiter empfehlen, weiter verschenken, dazu eine gute Bohne von unserem eigenen Bellissimo Café und dann kann nichts mehr schief gehen. In diesem Sinne, viel Spaß und spannende Unterhaltung mit einem Bellissimo Film und einer guten Tasse Bellissimo Kaffee. So ihr Lieben, ich hoffe euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.